unbezahlte Sorgearbeit umfasst all die Tätigkeiten in unserem Zusammenleben, mit denen wir uns helfen, pflegen und bilden, die aber nicht vergütet werden. Was viele nicht wissen, die dadurch geleisteten Arbeitsstunden sowie die erbrachte Wertschöpfung übertreffen jeweils die der Erwerbsarbeit. Generell wird in vielen Debatten unbezahlte Sorgearbeit zumeist übersehen. Das gilt auch für die Stadt- und Verkehrsplanung. Mobilitätsanforderungen von Menschen, die unbezahlte Sorgearbeit leisten, werden dabei recht wenig berücksichtigt. Stattdessen werden Städte bisher vor allem auf die Bedürfnisse von Erwerbstätigen ausgerichtet. Das City Science Lab geht mit dem Realexperiment Faircare Verkehr der Frage nach, wie die Alltagsmobilität von Sorgearbeitenden erfasst, visualisiert und thematisiert werden kann. Es geht ums Austesten von Lösungsansätzen in einer realen Umgebung. Dafür wurden im Rahmen des Projekts Connected Urban Twins zwei Software-Tools entwickelt. Eines zur Datenerhebung und eines zum Storytelling. Beide Tools können neben der Mobility of Care auch für andere Themen genutzt werden, um alltägliche Prozesse im Zusammenleben der Menschen einer Stadt besser zu verstehen und zu visualisieren. Einen urbanen Zwilling kann man sich als digitales Stadtmodell vorstellen, das neben physischen Objekten auch Prozesse und Beziehungen abbildet. Urbane Zwillinge dienen dazu, komplexe Zusammenhänge innerhalb von Städten besser zu verstehen und Planungsszenarien zu simulieren. Im Idealfall dienen sie als interaktive und kollaborative Datenplattform, die von PlanerInnen und BürgerInnen gleichermaßen genutzt werden können. Mit dem von City Science Lab entwickelten Storytelling-Tool kann die Hamburger Datenplattform, das Masterportal, mit Texten, Fotos und Abbildungen kombiniert werden. So lassen sich die üblicherweise sehr technisch wirkenden und rein datenbasierten Darstellungen des Masterportals um weitere Informationen ergänzen. Die NutzerInnen klicken sich schrittweise durch die Story. Themen wie Mobilities of Care werden so anschaulich vermittelt und verortet. Die zentrale Funktion des Tools zur Datenerhebung besteht darin, detaillierte Wegketten in eine digitale Karte einzuzeichnen. Diese werden um zusätzliche Informationen wie Verkehrsmittel, Zeitaufwand und Kosten ergänzt. Außerdem können persönliche Anmerkungen zu alltäglichen Problemen, Besonderheiten oder Verbesserungsvorschlägen als Text- oder Audiokommentar erfasst werden, die einen direkten oder indirekten Bezug zu den erfassten Wegen haben. Darüber hinaus können auch besondere Orte oder Bereiche markiert und kommentiert werden. Mit dem ersten Realexperiment wurde Praxiswissen darüber gewonnen, wie digitale Tools gestaltet und eingesetzt werden können, um alltägliche urbane Prozesse zu erfassen und abzubilden. Das Mobilitätsverhalten unbezahlter SorgearbeiterInnen ist zunächst ein erster Anwendungsfall. Zu diesen sollen im Anschluss weitere Daten erfasst und weitere Einsatzmöglichkeiten der Tools getestet werden. Mit den gesammelten Daten werden in einem nächsten Schritt Möglichkeiten zur Simulation und Modellierung getestet. Parallel dazu sollen die Tools in Zusammenarbeit mit BürgerInnen und der Hamburger Verwaltung weiterentwickelt werden. Zentrales Ziel ist dabei, dass sich die Tools in der Stadtentwicklung etablieren und dazu beitragen, Städte lebenswerter zu planen und zu gestalten.